Zwei Männer und ihre Mission. Eine Hängematte aus Lattenrosten. Damit es genug Latten sind, haben sie gleich zwei genommen und kommen so auf eine gute Länge. Jetzt werden wir als erstes mal diese Latten in eine gleichmäßige Abstandsform bringen. Die beiden nutzen dafür mehrere Kanthölzer. Der gewählte Abstand ca. 3 cm. Die Latten werden entsprechend ausgelegt. Nun bekommt die Hängematte ihre Form. Da ist im Prinzip alles möglich. Wir werden die wahrscheinlich in der Mitte auf 1,20 Meter Breite belassen und dann lanzettförmig absägen, dass sie ein bisschen ein stylisches Design bekommt. Also bogenförmig. Dazu wird eine flexible Plastikschiene benutzt. Die schmalsten Bretter am Ende sind 40 cm lang, die längsten in der Mitte 1,20 Meter. Der Rest ergibt sich. Bevor wir die Latten jetzt sägen, werden wir sie durchnummerieren, weil beim Sägen die doch wahrscheinlich durcheinander geraten und dass wir nachher nicht mühsam alle wieder ausmessen müssen. Wer keine Elektrosäge besitzt, kommt mit einer einfachen Handsäge auch ziemlich schnell voran. Es folgen die Löcher für die Seilführung, jeweils zwei im Abstand von 3 cm. Roni und Klaus benutzen einen 10er Bohrer, der entspricht der gewählten Seilstärke. Kanten abschleifen, sonst ist das neue Sommerkleidchen schnell hin. Nun kommt zusammen, was zusammengehört. 22 Latten, 44 Holzkugeln und 30 Meter Seil. Wir teilen das jetzt in der Mitte. Wir haben zwei 15 Meter Stücken. Und weil wir eine besondere Knüpftechnik anwenden, brauchen wir einfach ein bisschen mehr. Begonnen wird mit den beiden mittleren Brettern. Es wird parallel gearbeitet, damit sich die Bretterabstände nicht verziehen. Dazu werden auch wieder die Kanthölzer als Abstandhalter benutzt. Die Kugeln kommen zwischen die gebohrten Löcher. Ganz wichtig ist, dass das Seil unten wie so eine einfache Schlinge verknotet ist. Ansonsten reißt es die Leiste auseinander. Und deswegen wird immer erst in das hintere Loch das Seil von unten durchgefädelt, dann durch die Kugel und dann durch das vordere Loch und dann zum nächsten wieder. Wichtig, das Seil jedes Mal richtig straff ziehen. Noch Kugeln am Ende für die Seilführung und dann ist die Hängematte schon fertig. Roni und Klaus haben sich gleich zwei gebaut. Bequem. Ich möchte gar nicht mehr raus hier. Prost, Roni. Lass dir schmecken, Klaus. Ich wünsche dir eine gute Nacht.